Konnichiwa, meine Freunde, und ich heiße euch willkommen auf unser beider Kanäle, denn dieses Video kommt auf beiden Kanälen raus, auf King Kev und bei der Baumi. Und unser heutiges Thema ist, wie viel besser ist eigentlich der Baumi als King Kev? Nein, erstmal hi Kev, grüß dich. Hallo, willkommen. Hallo. Und schönen guten Abend. Unser heutiges Thema ist Dragon Ball, und das versuchen wir in diesem Format, das ist jetzt das erste Mal, dass dieses Format kommt, Format, und es geht eigentlich darum, in kurzer Zeit, also jetzt haben wir noch 9 Minuten, ein Thema zu besprechen, und wir hatten das Thema Dragon Ball. Und was fällt dir als allererstes ein, wenn du irgendwas mit Dragon Ball hörst? Kamehameha. Kamehameha! Ja, Kamehameha ist schon mal ein gutes Stichwort. Also wir haben ja eigentlich relativ viel, uns verbindet sehr viel, vor allem was mit Dragon Ball zu tun hat, denn als wir damals, die meisten wissen es nicht, aber wir waren sehr, sehr gute Freunde, heute sind wir nur noch Kollegen. Alter! Nein, wir waren früher... Wir waren direkt mal wirklich, beendet. Wir sind echt best friends so, weißt du, und früher waren wir halt die allerdicksten Friends, weil wir zusammen gewohnt haben und unsere Körper und die Gegend erforscht haben. Ja, immer gegenseitig schön auf die Fresse gehauen. Ja, und es war so kurz bevor du weggezogen bist, und da war halt Dragon Ball voll der Mega-Hype. Und ich erinnere mich an eine wunderschöne Story. Möchtest du das nochmal erzählen? Im Winter. Im Winter. Oh Gott, wo war denn das? Irgendwo draußen. Und da war so zugefrorene Pfützen überall oder kleiner See, keine Ahnung, was da war. Und da haben wir so die Eisschollen rausgebrochen, in die Luft geworfen, und dann haben wir sie zerschlagen, und wir haben uns so mächtig dabei gefühlt. Ja, aber sowas so mächtig, vor allem dadurch, dass wir das zerschlagen haben und die Hände schon eh angefroren waren, und wenn du eine Eisplatte zerschlägst, egal wie dick sie ist, verletzt du dich halt einfach, weil das wie Glas ist, und unsere kompletten Arme haben geblutet, also die komplette Hand, und wir so voll geil, so, oh, das Blut tropft bei mir runter, so, und so in Slow nach Hause gelaufen, und dann sind wir zu deiner Mutter und standen da und alles voller Blut, und dann, wir haben trainiert. Weißt du, wenn du jetzt so darüber nachdenkst, wir waren schon geistig behindert irgendwie. Ich würd's wieder tun. Ja, Mann, auf jeden Fall. So krass können halt einfach Animes dich emotional packen. Und vor allem in der Jugend, umso jünger du bist, umso mehr nimmt dich das auch mit. Wie oft habe ich trainiert? Ich hatte so ein Goku-Poster in mein Zimmer hängen und habe dann immer so unter der Couch mich festgeschnallt, also halt mit den Füßen, weißt du, und hab so Sit-Ups gemacht und immer so Dragon Ball Soundtrack lief im Hintergrund. Du wirst unbesiegbar sein. Und ich hab so Sit-Ups gemacht und immer so, ich muss so stark werden wie Goku. Er hat genauso viele Sit-Ups gemacht. Ah! Und ja, das war eigentlich dreimal. 1 Million und 2. Heute scheitert es schon an der 2. Echt so, aber echt so. Ich habe gestern erst wieder das Lied gehört. Da kommt immer richtiges Feeling auf, Mann. Absolut. Was ist besser, unbesiegbar oder Chala? Hey Chala. Na ja, gut, wenn du nur die 2 nimmst, dann auf jeden Fall unbesiegbar. Okay, krass. Aber das von Dragon Ball GT, wie heißt das, Sora E? Kenne ich nicht. Also Dragon Ball GT, muss ich ja eh sagen, habe ich mir nicht so gegeben. Ja, Dragon Ball sieht älter aus als das ganz normale Ja, schon, als Dragon Ball Z halt, ne? Ja, nee, als auch schon das ganz alte Dragon Ball, wo Son Goku noch klein ist. Echt? Ja, aber auch das Lied von Dragon Ball Kai, das ist auch gut. Oh, ich muss sagen, Dragon Ball Kai habe ich gar nicht angeschaut. Das war ja eigentlich nochmal Dragon Ball Z bloß in Kurzform, oder? Ja, genau. Also als OVA oder ich weiß jetzt nicht genau, wie es war. Ja, angeguckt habe ich es auch nicht. Aber das Lied hat mir sehr gefallen. Ah, also wenn ich jetzt sagen würde, unter anderem meine 2 Favorite Soundtracks von Dragon Ball ist komischerweise von einem Spiel, und zwar Budokai Tenkaichi 3. Ja, Mann. Nicht Tenkaichi, Budokai 3, das, was ihr auch in meinem Intro hören könnt. Und was war noch das Geilste? Von dem normalen Dragon Ball, also Standard Dragon Ball,
Dieses Such die Dragon Balls. Ich finde das so geil. Welches jetzt von den Intros her, wo auch die Musik mehr oder weniger gepasst hat, war von Ultimate, wie heißt das? Tenkaichi 22 oder so. Das noch für die PlayStation 1. Hast du das nochmal angehört? Weil das ist ja kein Lied, oder? Ja, aber das Intro ist so geil. Ja, und dann Battle 22 und du gibst den Cheat ein und hast auf einmal 27 Kämpfer mit Super Saiyan Stufe 3 und das war so geil. Aber mir hat das voll gefallen. Boah, ich freue mich schon auf das Neue, auf das Fighters, ey. Oh ja, ich hab's bei der Gamescom gespielt, richtig geil. Richtig geil. Was war das der erste Dragon Ball, was du geschaut hast? Auch das normale Dragon Ball, oder? Ja, aber ich hab's nicht von Anfang an geguckt. Ich war mal nicht bei einem Freund und da lief halt Dragon Ball gerade im Fernsehen und da habe ich es halt mal angeguckt und dann fand ich es toll und dann habe ich es zu Hause einfach mal weitergeguckt, so uneingenommen. So. Und irgendwann, man ist halt damit aufgewachsen, sage ich mal. Und man hat es lieben gelernt. Und man wollte einfach besser werden. Ja, es war halt einfach so, dass du damals einfach geguckt hast, was kam. Da war halt Dragon Ball dabei. Und auf einmal wurde Anime in Deutschland geil, weil die um 20.15 Uhr die Sendezeit bekommen haben unter der Woche. Oder 19 Uhr war das. 19 Uhr haben die abends eine Sendezeit zu den Erwachsenen-Serien, haben die eine Sendezeit bekommen mit Dragon Ball Z, was dann auf einmal so brutal war und auf einmal haben es auch alle Erwachsenen geschaut und das dann war auf einmal Anime cooler hier in Deutschland. Ja, und was läuft heute Hartz IV Tag und Nacht und was sie nicht alles bringen, ey. Ja, ich weiß. Unsere armen Kinder! Weil es gut, die Eltern sagen, oh, die Kinder, die spielen gar nicht mehr draußen in der Natur, um mal was zu lernen und keine Allergie zu bekommen. Und wir sagen zu unseren Kindern, ey, guckt ihr nicht mal Dragon Ball, ihr schaut euch irgendwelche Assis an. Aber so ist es nun mal. So ist der. Ja. Aber man kann jetzt, ich finde jetzt auch das Neue, das Dragon Ball Super, das kannst du mit auch Dragon Ball Z gar nicht mehr vergleichen. Oh, ich finde, es ist schon gut, nur besser. Also, ich hätte auch niemals gedacht, dass irgendwas es schafft, Dragon Ball Z nochmal zu verbessern. Also, dass die es schaffen, nochmal einen oben drauf zu setzen. Und ich muss sagen, Dragon Ball Super ist einfach nochmal geiler als Dragon Ball Z gerade. Ja, vielleicht wird es wieder geiler. Es wird auch ein bisschen brutaler, sag ich mal. Aber du musst auch überlegen, damals, vielleicht sind wir da jetzt schon wieder älter oder haben einfach mehr Animes geguckt. Damals war Dragon Ball so das A und O in Sachen Kämpfen und Spannung und sowas. Heute kann man sagen, One Piece, Naruto etc., die haben von der Spannung, von der Dramatik, das ist einfach schon viel geiler, weißt du? Ja, also Emotionen transportiert Dragon Ball nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Besonders allein schon, das habe ich in der letzten Super-Folge gesehen, wo Muten Roshi gekämpft hat. Ja. Der war ja dafür einen kurzen Moment lang tot. Ja, und da liefen Son Goku die Tränen runter, wo ich mir denke, Alter, du kannst den eh wieder beleben, weißt du, so. Wo das dann schon wieder die Spannung rausnimmt, das ist alles, mit den Dragon Balls, das ist halt dann. Wobei du sagen musst, er hätte sogar wirklich sterben können, weil Dragon Balls einen auf natürlichen Tod, also durch Altersschwäche, wenn du stirbst, da könnte ich nicht wiederbeleben, das wusste ich gar nicht. Ja, aber die Engel können ja auch mittlerweile wieder alles wiederbeleben oder Zeit zurückdrehen oder was ist nicht alles hier. Naja, aber wie schon gesagt, also Emotionen packt Dragon Ball nicht so viel Nostalgie, aber nicht so viele Sachen. Aber ich glaube, ich muss fast schon sagen, 10 Minuten sind viel zu wenig und ich bin gerade warm geworden und es geht einfach. Ich finde es traurig, dass wir jetzt schon 10 Minuten erreicht haben. Echt? Ja. So schnell? Ja, es geht so schnell. Also würde ich sagen, wir packen einfach nochmal Teil 2 hinten ran. Für diese Woche war es das. Und wir reden jetzt gleich weiter. Wir machen eine Break und ihr hört uns nächste Woche wieder mit dem Thema. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann schreibt mal bei uns in die Kommentare. Schaut auf die anderen Kanäle. Das bedeutet, schaut bei King Kev rein. Das wird am Ende verlinkt. Oder wenn ihr bei King Kev seid, schaut bei mir rein. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall. Dragon Ball for life. Was ist los? Ich will jetzt gerade so ein B und ein Ball machen. Bla bla bla. Haut rein. Sayonara. Ciao. Tschüss.